So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Psionic Abyss. Nein, ich möchte nicht angeben hier mit dem riesen Ding in meiner Hand. Ja, das sage ich öfter. Aber ich meine damit den Diamantblock. Nein, hatte damit etwas vor. Ich hoffe, es klappt. Ich will das hier empowern. Wir wollen uns hier diese Batterie machen. Ja, das war sehr schlau. Dauert einfach zu lange. Also der Ring ist einfach zu schnell. So. Na, das doch nicht. Oh, nochmal versuchen. Jo, hat funktioniert. Immer noch volle Energie. Oder gleich nachgepumpt bekommt. Dynamite Crystal Block. Wir brauchten hierfür nämlich welche. Wir brauchen nur so wenige. Wir wollen gleich noch Emory Crystals machen. Achso, die müssen wir ja empowern. Ich muss mal gucken. Das heißt, da brauchen wir die Empowerer gleich. Vielleicht haben wir aber noch genug Diamanten, brauchen wir die nicht. Jawohl. Wir müssen aber diese hier machen. Da. Okay, wir brauchen Snowball, Cobblestone, Button. Great Die. Oh Gott, oh Gott. Gucken wir doch mal. Snow. Oh, hier, gib mal her. Dann. Gray. Oh, haben wir. Ja, damit. Dann brauchen wir Emory Crystals. Haben wir nicht. Erst wir brauchen Iron. So, nehmen wir mal hier die Dinger. Brauchen wir noch? Nachgucken. Ich hab's vergessen. Ach, Button. Mir ist es wieder eingefallen und Cobblestone. Kubbel. So, und dann laufen wir mal los. Heißt, die Diamanten habe ich jetzt umsonst gemacht, aber ist egal. Machen wir mal weg. Erstmal hier. Sehr schön. Da sollten wir dann ja ein paar Crystals rauskriegen. Jetzt kommt wieder das Nervige, man kann die nur einzeln verbessern. Irgendwas fehlt doch noch. Hab ich übersehen. Ach, hör doch auf. Wo ist er jetzt da? Ach, die Schneebälle. Natürlich. Nein, ich muss sie abbauen. Stimmt ja. Nein. Ach, so. Machen wir das mal. So. Da haben wir einige. Das sollte erstmal genügen. So. Ernsthaft. Habe ich auch noch eine leere Hand. Das ist nervig. Aber wir machen einfach mal ein paar. So. Nee.
Das ist echt ein bisschen anstrengend. Man hätte ja nichts dagegen, wenn man das macht für besondere Sachen. Aber für einfache Herstellungsgegenstände ist das schon ein bisschen komisch. Ich meine, bei Soundcraft gibt es ja auch diesen Infusion Table. Aber da stellt man wenigstens sehr besondere Sachen her, die man nicht in dutzendfacher Ausführung braucht. So wie hier. Und wir könnten mal was testen. Das ein Block? Nein. Einfach einen Block davon machen können. Mal gucken. Wenn... Hallo? Geh auf. Was war das denn gerade? So. Meine Güte. Wir machen jetzt alle zu Blöcken. Irgendwie hängt es heute schlimmer als sonst. Die CPU sind wir nicht ausgerüstet und sonst auch nichts. Das ist wieder scheiß Windows einfach wahrscheinlich. Oh, es funktioniert. Braucht wahrscheinlich nur mehr Energie, aber es macht nichts. Wir haben Energie ohne Ende. Das dauert länger. Dauert sehr lange. Und es funktioniert. Na, immerhin. Ist ja wenigstens etwas besser als... Man braucht dann weniger Items, das ist auch nicht schlecht. Und nur mehr Energie anscheinend. Und dann kann man die wahrscheinlich, hoffentlich, ja, zurückverwandeln. Sehr schön. Gut, dann haben wir das erstmal. Dann lasse ich es aber auch erstmal. Will ich jetzt nicht 50 Millionen Blöcke machen. Das wäre doch etwas übertrieben. So, was kann weg? Das. Hier machen wir die Dinger rein. Die kommen da rein. Dann gucken wir mal. Jetzt mal die Double. Ernsthaft. Ach, er zeigt die auch gar nicht an. Ach, Enori heißen die. Macht jemand mit M? So. Hatten wir wohl doch einiges, oder? Ich habe das übersehen, keine Ahnung. So, das hätten wir. Heißt, wir brauchen diese brauchen wir die noch öfter? Ja. Ja. Gut, dann. Machen wir davon erstmal. Wie geht. So, 5 Stück. Sollte reichen. So, Double Battery haben wir. Das heißt, jetzt bräuchten wir die Triple. Und da kommen diese Dinger. Hallo, da rein. Double Triple. Quadra Loop. Amber. Und Quintra Loop. Amber. Sehr schön. Größer geht nicht. Das heißt, die können wir jetzt erstmal aufladen. Das dauert bestimmt eine Weile. 16 Millionen RF, wie viel passen hier rein? Au. Oh. Was für eine Zahl. Gott.
199 Millionen. Das viel? Ja gut, das kommt aber zustande, weil wir überall die Dinge hingestellt haben. Deswegen haben wir eine richtige Riesenmenge Energie zur Verfügung. So, dann kann ich hier auch mal wieder alles einsortieren. Halbwegs zumindest. Moment. Der Ring, den brauchen wir hier drin. So, der Rest. Mach ich erstmal da rein. So weit. Und den Ring ziehen wir wieder an. So. Können wir noch was schnabulieren. Ach, muss ich mir auch wieder neues Essen holen. Oder habe ich hier was drin? Ne. Aber es macht nichts. Erstmal machen wir da mit unserem tollen Wasserring Action. Und jetzt. So. Schön. Alles weg. Na, erstmal hier oben lang fliegen. Das Problem ist immer, man sieht so schlecht, wo jetzt schon was weg ist und wo nicht. Ah, jetzt hat er keine Energie mehr. Weil wir etwas... Doch, nö, eigentlich. Moment. Ach, jetzt lädt er sich auf. Müssen wir kurz warten, bis er sich auflädt. Hm. Und das funktioniert. Dass das Wasser hier weggeht. Nicht, dass es immer wieder kommt. Aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Sieht nämlich fast so aus hier. Schau ich das an. Scheiße. Das ist echt merkwürdig. Klappt so. Was? Das kommt immer wieder. Warum? Ah, das ist nicht stark genug. Scheint mir so. Also ganz ehrlich, wenn das nicht funktioniert und das hier immer. Ja, es füllt sich immer wieder neu auf. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Tut mir leid, aber. Dann müssen wir cheaten. Commands, Creative. Was? Das hat nicht funktioniert. Habe ich das falsch? Nein. Das falsch benannt? Survival? Ja. So. Geht leider nicht anders. Ich habe es ja gesehen. Es füllt sich immer und immer wieder auf, weil man nicht die Energie schnell genug wieder reingepumpt kriegt. Echt ein bisschen doof, aber naja. Können wir nicht anders machen jetzt. Ich habe keine Lust, hier alles auszufüllen, das abzubauen. Das wäre ein bisschen übertrieben. Das heißt, da machen wir die Ausnahme Creative Mode. Als es denn mal klappt und sich nicht wieder voll auffüllt hier. Mann. Na, auf damit. Ist das Wasser irgendwie schlimmer geworden? Das hat sonst immer funktioniert. Ohne Probleme. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es schlimmer geworden mit dem Wasser. Dass es sich schneller wieder in einer unendlichen Quelle zusammenfügt. Noch schneller hier rumfahren. Das ging sonst echt wesentlich besser und nicht so chaosmäßig wie gerade hier. Also vielleicht ist auch der Ring schwächer geworden, keine Ahnung. Aber irgendwas ist auf jeden Fall anders.
Ich finde es immer nur schade, dass der Bilder nicht funktioniert mit dem Wasserpumpen oder dass ich da irgendwas falsch mache, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie ich das anders einstellen soll, dass er das wegmacht. Na, wenigstens haben wir es bald geschafft hier. Ich wollte sagen, hier macht das Wasser nicht weg. Jetzt erst. So, dann sollten die bald fertig sein. Da. Sehr schön. Haben wir das geschafft? Hier noch. Und da haben wir das Wasser erfolgreich fast verbannt. Hier ist noch was. Da kommen schon die ersten Viecher. Damit müssen wir jetzt leben. Halt. Drücken wir die falsche Taste. Her, du. Die sind ja eh keine Gefahr für uns. Und wir können mal wieder den hier rausholen. Machen hier erstmal ein bisschen Licht. Dass hier nicht noch irgendwas spawnt. Uns nicht gefällt. Dann kriegen wir auch gleich die Lichtbugs weg, die sich hier entstanden sind. Warte mal, will da mal reingucken. Aha. Hier hätten wir doch wieder museliges Mistzeug gehabt und da unten waren wir schon mal. Interessant. Ich hab, glaube ich, was gehört. Kann das sein? Oh, ich sehe aber nichts. Dachte, ich hätte hier ein Monster gehört. Wer weiß. Es wirkt heute echt ruckelig auf mich, das Spiel. Oder angeblich 88 FPS haben, aber... Gut, jetzt gerade 70, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ich kann auch nicht damit auf die FPS halt starren, aber es wirkt mir nicht so, als wenn die einbricht ab und zu. Da hat es natürlich nicht geklappt. Vielleicht müssen wir nochmal Creative Mode gehen. Gucken. Oh, warte. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich hoffe, das setze ich jetzt zusammen, ja. Hier haben wir nämlich was vergessen. Das Dach war ja noch nicht fertig. Ich wollte die Blöcke machen, ne? Ich hoffe, ich habe die gemacht. Mal schnell gucken gehen. Wenn uns mal wieder Breath of Fire 3 begeistert. So. Ah, wir haben einen Stack. Das heißt, ich habe dran gedacht. Wenn wir jetzt zurücklaufen. Mühe-Männchen. Nein, das war der falsche. Hier wollte ich hin. Oder? Durch. So, dann gucken wir mal. Das Dach hier fertigstellen.
Ernsthaft? Ist jetzt dicht oder nicht? Ich sehe das hier nicht. Einfach. So, da hinten läuft's raus. Das hier ist es wohl nicht dicht. Ach, wie gesagt, er hat jetzt neu angefangen zu laufen. Sehr seltsam. Wir haben ja hier noch diese Blöcke. So, gib mal her. Ach, weil der Ring noch mal. Aber das Ding. Ja, jetzt sehe ich aber nicht durch. Oder was fehlt? Okay, da schon mal nicht. Ach, endlich. Also Klinglas ist zwar schön, aber manchmal auch verwirrend. So, kann auch weg. Geht ja nur im Weg. So, das ist dann der Durchgang. Machen wir hier noch Licht hin. Ups, falsche Taste. Das hier wieder abbauen. Dann nachher müssen wir alles noch angleichen hier. Oh Gott, das wird auch noch eine Weile dauern. Dann muss ich mir noch überlegen, wie wir das denn genau hinbauen. Das wird auch noch eine lustige Aufgabe. Also welches Material wir nehmen und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine. Na, das passt aber von der Breite genau auf den Weg. Ganz abgebaut. So. Und dann geht's da rein. Sehr schön. Können wir ja schon mal so ein bisschen anfangen. Und gleich ein Kohlevorkommen. Eine Höhle. Ach, ist das schön. Und ein Creeper. Na, explodier mal. Warum muss hier auch eine Mini-Höhle sein, ey? Natürlich muss da gleich was spawnen. Ja. Gut. Dann wärmer. Obwohl, eigentlich kann ich ja den benutzen. So. Geht doch. Und hier auch. Da. Dann haben wir hier nämlich alles dicht. Da machen wir das mal so. Haben wir hier eine schöne Ebene.
der wir dann was anfangen können. Erstmal. Dann nehmen wir nachher den Swapping Mond und tauschen das aus. Aber kommt ziemlich gut voran mit ihm. Und wir haben dieses unsere tolle Hacke. Erstmal so einen geraden Weg durchbauen, dann sehen wir auch gleich, wo wir sind. Und davon werden wir noch ganz, ganz viele finden. Wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viele Höhlen und so. Ne, noch. Na, da ist schon was runtergefallen, aber es macht nichts. Noch ein. So. Falscher Mond. Irgendwas leuchtet auch schon wieder falsch. Wir sind viel zu voll. Ne, das meine ich. Genau das meine ich. Warum? Hinter der fehlt. Nicht. Ich habe keine Ahnung. Das muss wieder gerade. Und ich glaube, dann können wir auch erstmal wieder Schluss machen mit der Folge. War ja auch schon lang genug. So sind wir auch. Aber das können wir leicht beheben. Zum Beispiel so machen. Aber schon mal die Erde weg. Machen wir noch Licht hin und dann sind wir vorerst aufhören. Oh Gott. Machen wir noch Licht hin, das habe ich gesagt. Wenn sich hier wieder so ein riesen Höhlensystem auftut. Was aber echt ein riesen Höhlensystem hier. Gott. Ja, das ist echt ein Mega-Höhlensystem. Hilfe! Warum? Hier, warum? Ups, falsche Taste. Alte Gewohnheit. Ja, toll. Echt ein Mega-Höhlensystem hier wieder. Das ist so ätzend. Da machen wir doch mal den hier. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns nachher in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Bye bye. Haltet die Ohren steif oder was anderes.